Heute Abend ist es wieder soweit. Seine Majestät Robert Heinrich I. bittet zur Audienz. Und auch diesmal mussten seine prominenten Gäste richtiges Verhalten bei Hofe erlernen. Aufregung war kaum spürbar. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Also, so viel zu einer Choreografie, so viel traue sogar ich mir zu. Obwohl, warte mal ab, bevor ich da irgendwie was Falsches sage. Wenn ich zu der Queen of England komme, da ist ein bisschen komplizierter. Also das hier ist dann doch schon ein bisschen einfacher gemacht. Es hat mich nur gewundert, dass man sich vor Seifenstein auch verbeugen muss. Weil wenn jemand zu mir nach Hause kommt von meinem Personal, muss man sich nicht verbeugen. Neugierig trifft es bei mir eher. Also ich bin sehr neugierig, was da kommt. Also für mich, ich habe den Medienrummel schon mitbekommen, aber die Sendung, wo Tiere gequält werden, habe ich mir eigentlich nicht angeschaut. Die tat mir leid, weil so eine Spinne und so eine Küchenshow, das sind auch irgendwo Menschen, die haben Gefühle. Die Kaiserhymne zu Beginn sang diesmal Anna F., eine doppelte Premiere, denn sie sang erstmals Deutsch im Fernsehen. Eine Weltpremiere. Ja. Ich habe sie bekniet und sie hat gesagt, okay, für dich mache ich's, alter dicker Mann. Hat sie gesagt. Getcha, komm her. Und dann wurde doch mehr daraus. Denn bei Hofe wird diesmal ein Faschingsfest gefeiert. Mit allem, was dazugehört. Ich finde das super, weil man kann alles machen, weil es ist total spontan und frei und Ding, und das ist schon geil. Nein, ja, und alles war ganz lustig. Erst das Küssen war auch so schön, also es war alles super. Tanzen und Küssen. Dann können wir unseren Ü-Wagen auch gar nicht wirklich halten vor Lachen. Und das wird dann meistens wirklich sehr lustig. Und das nimmt dann seinen Lauf und ganz besonders merkt man es, wenn er auf und ab läuft. Also da ist er dann in seiner Rolle. Und wenn der Kaiser einmal in Fahrt ist, dann haben seine Gäste wenig zu lachen. Saint-Emperion, also für Sie ein Tump Paravent. Du, aber wenn mir nichts einfällt, dann schweige einfach. Zur Abwechslung mal. Oder man muss ja nicht alles gleich preisgeben. Ich kann schon gut umgehen mit Fragen. Naja, also Lipgloss und die. Wenn ich da zwei Ochteln zu viel habe, verlobe ich mich. Dass mal natürlich Gags auf Kosten des Künstlers gemacht werden und im besten Falle kriegt der Künstler auch was hin, dass halt eben auf meiner Seite gegen den Kaiser gelacht wird. Aber das muss die Spontanität im Grunde ergeben. Fang das Lied, halt es fest, halt es fest. Ich denke mal, so als Nebenfigur noch einen Kaiser zu haben, ist immer schön, weil dann kann man auf ihn deuten und dann kann man über die ganze politische Lage schön lachen, kann man drüber reden und hoffentlich dann im richtigen, normalen politischen Leben das dann vielleicht ein bisschen verbessert. Und um den unterschiedlichen Audienzgästen medienwirksam gegenüberzutreten, reicht dem Kaiser als Informant sein Obersthofmeister nicht. Er hat einen eigenen Spitzelapparat. Ja, dafür haben wir den kaiserlichen Geheimdienst. Und die schicken wir dann aus und die kommen dann mit Dossiers zurück, die sich gewaschen haben. Die sind teilweise 5.000 bis 10.000 Seiten stark. Stundenlanges Bildmaterial, Telefonprotokoll, es wird natürlich alles abgehört. Wir arbeiten da sehr eng mit der NSA zusammen. Und das turbulente Ergebnis dieser Abhöraktionen ist heute Abend zu sehen.